Einen wunderschönen guten Tag heute zum 4. Advent, ja, zur 3. Ausgabe Sigi hautnah, Sigi zum Anfassen. Heute bin ich in der Nähe von Roßwein unterwegs im Landhotel Sonnenhof mit einem Gastronom, der seit 20 Jahren tätig ist mit Herz und Seele. Hallo Markus Weinert. Hallo Sigi, schön, dass du da bist und danke für die Einladung. Ja, ich freue mich sehr, ja. Dankeschön für deine Zeit. Sag erst mal, wo liegt denn Ossig überhaupt? Ich kannte es vorher gar nicht. Ossig liegt im Herzen von Mittelsachsen zwischen Leipzig, Chemnitz und Dresden, direkt an der Abfahrt Döbeln-Ost. Ah, also am Arsch der Welt. Nein, nicht am Arsch der Welt. Nein, aber von hier aus sieht man ihn schon sehr gut. Jetzt sag mal, ein Gastronom gerade in der aktuellen Zeit ist ja nicht so einfach. Was ist denn deine Firmenphilosophie? Also wir haben den Sonnenhof auf verschiedene Säulen gesetzt. Ne? Eben auch, dass wir in so einer schwierigen Zeit auch noch etwas Umsatz regenerieren können und dürfen. Ja, wir haben eine Kulturscheune mit Standesamt für wunderschöne Hochzeiten, großen Saal. Man kann bei uns unter freiem Himmel heiraten. Wir haben ein wunderschönes Gewölberestaurant, was wir gerade aktuell modernisiert haben, den Wintergarten. Wir haben Deutschlands modernste Schießanlage. Oh ja, also lernen Sie schießen und treffen Sie neue Freunde. Ne? Ja, wir haben Wohnmobilstellplätze. Wir haben in unserem Hotel haben wir 28 Doppelzimmer, ungefähr 60 Betten. Wir machen hier verschiedene Tagungen, wenn wir es dürfen. Und wir haben ein Streichelzoo. Oh, das mag ich ja. Ich mag ja Tiere sehr. Was habt ihr denn für Tiere? Wir haben eine Wildschafanlage mit 5 Emus, wir haben Hasen, Ziegen und wir haben ein Wildschwein. Oh, heißt das zufällig Roy Reinker? Nein, das heißt Friedel. Friedel, ach, das ist ja niedlich. Friedel, und weil er das gesagt hat, wir jetzt eine wirklich schöne Kulturscheune, wir hätten eigentlich jetzt eine schöne Dinnershow hier durchgeführt, Lichterloh, die Dinnershow. Das wird dann alles im nächsten Jahr stattfinden. Ja, sehr schade, dass wir das nicht machen dürfen dieses Jahr. Wir haben das alles verschoben auf das Jahr 2021, geht Mitte November los und freuen uns da schon auf diese tolle Zeit. Ja, da gibt es ein leckeres Viergang-Menü, tolle Getränke, Künstler. Ich bin dabei, ja, da wird's extrem geil, ja. Außerdem gibt es noch Musik zum Tanzen und. Also, die Termine werden nachher hier noch gezeigt. Also, wir würden uns freuen, euch zu sehen und Markus natürlich auch. Ja, Markus, du hast jetzt noch die große Ehre, weil es heißt ja Sigi hautnah, hast du die große Ehre, mich einmal anzufassen und du entscheidest, wo? Echt? Ja? Na, pass auf. Oh, ja, Markus, was war das jetzt für dich für ein Gefühl? Na, das war schon ganz schön heiß. Das war schon geil, ne? Ich habe auch Gänsehaut überall. Ja, schön. Außerdem hat sich der Sonnenhof noch was Tolles ausgedacht. Weil ihr ja jetzt hier nicht herkommen könnt aus den besagten Gründen, gibt es jetzt den Landgasthof to go, nicht wahr? Ja, genau. Wir machen das Restaurant at home. Ne? Da gibt es ganz viele tolle, leckere Sachen. Ihr könnt Gänsepakete bestellen. Wir haben auch Wildschweingerichte. Sozusagen, ne? Friedel to go. Nee, Friedel bleibt da, der ist zum Streicheln da. Also ganz tolle, frische, regionale Sachen. Wir liefern, ihr könnt bestellen, jede Zeit. Und wer noch ein cooles Weihnachtsgeschenk braucht, wir haben da verschiedene Gutscheine, die kann man halt auch zum Bowling, zum Kegeln, zum wie auch immer einlösen. Und auch fürs Schießkino ein Gutschein. Oh, ja. Also das perfekte Weihnachtsgeschenk. Genau. Ja. Ja, ich habe ja meiner Frau letztes Jahr auch was Tolles geschenkt. Etwas, was von 0 auf 100 in 10 Sekunden geht. Ja. Was ist denn das? Eine Badezimmerwaage? Ja, wirklich? Ja, schön. Also vielen Dank, mein lieber Markus. Ich danke dir. Wollen wir noch was trinken zusammen? Wenn du willst, was willst du denn? Was trinkst du denn gerne? Hast du Bier da? Ich habe Bier da. Ja? Ich habe jetzt sogar eine neue Marke. Heute ein König.
Pilsner. Ja, oh, geil. Ja, ich sage ja immer, wer Alkohol trinkt, stirbt eher, hat aber doppelt so viel gesehen. Ich sage Prost, danke Markus für deine Zeit. Ja, danke, und wir sehen uns bald wieder, vielleicht sogar hier im Sonnhof im 2021. Euch einen schönen vierten Advent. Bleibt gesund, bald schöne Weihnachten und bis bald zur vierten Folge. Siggi haut da. Tschüss. Tschüssi. Oh, ja, war schon geil, ne? Ja, war geil. Ja, also Markus, wie du hier da sitzt. Genial. Ist jetzt hier? Ja. Naja, ich weiche ja sonst auch, wenn ich das trinke. Echt? Zwei ja nur für die Show. Ah, der Bett ist bloß die Falten. Ja, ich hab noch keine Falten. Ich sehe noch Affengeil. Auf jeden Fall. Tschüss. Tschüss.